Hallo, und da sind wir wieder mit der nächsten Folge Die Sims. So, wir bewässern hier nochmal schnell den Garten. Und dann noch schnell Unkraut rupfen. Und dann geht's ab ins Bettchen. Schlafen. Alles. Sehr hübsch ist die Karottenpflanze, steht da. Ja. Auch sehr hübsch, sehr hübsch. Unser Apfelbaum zeigt nichts. Okay. Muss der arbeiten? Nee. Und sie hat ja Urlaub. Ach, wie lange der zum Gießen braucht, ey. Ach, bevor er ins Bett geht, kann er dann erstmal etwas essen. Öffnen. Dann nehmen wir hier die Pfannkuchen. Die hatten wir ja noch übrig. Wie schön sich die Bäume im Schatten bewegen. Nicht schlecht. Bald fängt ja wieder die Pyro-Night an in mehreren Städten, diese Feuerwerksshow. Vielleicht war ja einer von euch schon mal dort. Also ich war noch nicht dort, habe mir jetzt aber endlich mal Karten gekauft für Erfurt. Das ist am 22.08. ist das, glaube ich, ja. Und bin ich mal echt gespannt. Habe schon sehr viel gehört, dass das übelst toll sein soll. Bin ich echt mal gespannt. Ich kann euch ja dann davon berichten. So, Till sein Spaß ist auch runtergegangen. Also bei so uns sind es gerade nur 19 Grad, aber hier in der Wohnung kommt es einem vor wie locker 30 Grad. Übelst warm. Pool kaufen. Oh ja, den hätte ich jetzt auch gern zu Hause. Konzentriert werden. Wegen Gartenfähigkeit. Wenn man im Garten arbeitet, wird man wo konzentriert oder wie? Oh, unsere Sarah ist wach. Habe ich gar nicht mitbekommen. Oh, die badet gemütlich. Dann lassen wir sie mal baden. Der Till, der futtert immer noch. Nee, der ist fertig. Wieso räumt er denn seinen Teller nicht weg? Mensch. Danach kann der erstmal ins Bettchen. So, sie hat ja Urlaub, ne? Ja. So, dann ruhe ich mal schön aus, schwangere Sarah. Für zwei essen. Wegen Versuch, Baby zu machen. Boah. Na, unsere DJ-Figur. Sieht schon niedlich aus. Ich würde gerne mal wissen, wie viel es davon gibt. Deko 3. Bringt alles Deko 3. Sie waren bis jetzt nur gewöhnlich. Na, die bringt 25 und die anderen bringen alle nur 20. Ne, die auch 25. Und die 20. Also der DJ und der Frosch, die bringen 20, wenn man so verkauft. Und die so. Was? Kong? Und sich an wie Kronk. Ja, wir nennen es jetzt mal diesen Neandertaler. Und diesen Zombie. Die sind nur 20 wert. Die waren 25 wert. Ja, genau.
Lola, wie langweilig, er schläft. Sie badet stundenlang. Als ist er fertig. Na, er ist aufs Klo. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das jetzt schon leicht Schwangerschaftsbauch ist oder ob das einfach nur ist, weil sie dick war. Das ist bei der überhaupt nicht auseinanderzuhalten. So, danach kann sie öffnen. So, sie ist schwanger. Sie kann zum Frühstück für den Hamburger essen. Also was heißt Frühstück? Ja, Mitternachtssnack um 2 Uhr. Ja. So, mit U. Ah, wir haben jetzt genug Geld, um unsere Wand oben hier fertig zu ziehen. Genau, perfekt. Ich glaube, ich hätte die Wand hier aber noch eins weiter nach außen ziehen sollen. Genau, dann kann ich nämlich hier noch so ein Geländer hinmachen. Und hier können wir vielleicht noch ein paar Pflanzen oder so hinstellen. Also das soll jetzt nur unser Flur erstmal sein. Hier machen wir dann das Kinderzimmer dran. Und hier vorne kommt ein Balkon. Dann können wir ja die Wand eigentlich auch eins weiterziehen. Denn der Balkon, der fängt ja dann hier an, da wo unsere Terrasse anfängt. Ja. Und hier können wir dann, was weiß ich, irgendeinen anderen Raum machen. Müssen wir dann mal gucken. Aber unser Geld ist schon wieder leer. Wir sind schon wieder pleite. So, ich muss die Woche echt mal gucken, ob wir irgendwie noch Mods finden für Sims. Dass wir andere Gegenstände, also mehr Möbel und so ein Kram haben. Und vielleicht andere Anziehsachen, weil die Standardsachen sind, naja, sehr eintönig, nicht viel zur Auswahl. Bei Sims 3 gab es ja zigtausend Seiten, wo man sonst wie viel Zeug runterladen konnte. Autos und Kleiderstücke und Möbel und was weiß ich nicht alles. Muss ich mal gucken, ob es das für Sims 4 auch gibt. Da kann ich euch ja dann, wenn ich dann was gefunden habe, kann ich euch ja das dann irgendwo vorstellen, was ich dann so runtergeladen habe. Und kann euch ja auch in die Beschreibung dann die Download-Seite mit reinmachen, falls euch das gefällt, dass ihr euch das dann auch downloaden könnt. Wir können auch mal eine Special-Folge machen, wo ich euch eine halbe Stunde lang nur irgendwelche Sachen vorstelle, die wir irgendwie runtergeladen haben. Vielleicht sind ja auch ein paar schöne Häuser dabei. Da müssen wir mal schauen. Ihr könnt mir auch mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr eher so Häuser sehen wollt. Ob ihr eher so moderne Häuser sehen wollt. Oder eher klassische oder auf älter gemacht. Weil dann kann ich nämlich speziell von den Häusern mehr raussuchen. Ach, Fernsehen gucken und am Handy rumtexten. Kochfähigkeit, Level 5 erreicht. Prima. Sie könnt ja mal wieder ein Gemälde malen, damit wir ein bisschen Knete kriegen. Die klassischen waren doch, glaub nicht schlecht. Ach, wir können ja gerade mal ein kleines leisten. Haben nicht mehr Geld, wir sind pleite. Wir könnten uns hier vor die Eingangstür noch so einen kleinen Teppich, so als Fußabtreter, könnten wir ja noch uns kaufen. Also wenn wir mal wieder Geld haben, wir haben ja jetzt nur 11 Simoleons. Wehe, das bringt jetzt nicht 5000 ein.
Hier hängt doch schon wieder ein Apfel. Tatsächlich, wir können schon wieder ernten. Kunststück betrachten. Ach, wir müssen immer noch ein Kunststück betrachten. Im Museum. Nee. Wir fahren jetzt nicht extra ins Museum, um irgendeinen Scheiß anzugucken. Etwas pflanzen, weil inspiriert ist. Ah. Okay, wenn man inspiriert ist, dann muss man in den Garten gehen und etwas pflanzen. Da wisst ihr Bescheid. Oh, das ist aber auch schön, das Bild. Hätte mir jetzt kein Geldmangel, hätte ich das doch glatt behalten. So, geh mal ins Schlafzimmer und tu dir mal das Bild da ansehen. Klotz dir das mal an. Prima. Frühstücks... Was? Eierlei? Frühstückseierlei. Nee, wir haben ja noch 2 Gerichte im Kühlschrank. Das reicht erstmal. Ja, wo bleibt sie? 1100 haben wir schon. Mit dem Till hat man am Anfang mehr Belohnungspunkte. Jetzt haben wir mit der Sarah schon ganz schön aufgeholt. Aber wir brauchen ja 2000. Was es gibt im Moment nicht zu ernten, aber hier hängen doch Äpfel rum. Wir können auch düngen. Ach, wir haben die Äpfel schon geerntet. Okay. Apfel essen. Los, fordere den Apfel. So, dann malen wir gleich noch ein... Oh ne, wir machen mal ein Pop-Art. Ein großes. So sieht unsere Tür von außen so komisch aus. Die sah doch gerade gelb-blau aus. Komisch. Mit dem Verkauf von Gemälden 100 Simoleons verdient. Hä, aber das Bild vorhin hatte doch 200 noch was eingebracht, oder? Dann hätten wir das doch eigentlich erreichen müssen. Komisch. So, der Till muss heute arbeiten. Wann muss er anfangen? 14 Uhr. Oh ja, er schläft ja noch, hat noch ein bisschen Zeit. Sie malt einen Mann mit einer Brille. Oh, heutzutage laufen ja die Jugendlichen auch alle nur noch mit Brillen rum, obwohl sie gar keine Brille brauchen. Einfach so als Accessoire. Mit diesen schwarzen Brillen, mit diesen riesen Gläsern. Ich finde das so hässlich. Genauso wie sie jetzt alle hier so einen Nasenring, was aussieht wie ein Bullenring hier vom Bulle hier, was man da an der Nase drin hat. Laufen sie jetzt auch alle mit so einem hässlichen Ring rum. Das ist doch nicht mehr schön. Nee. Oh, was ist das für ein Typ? Mal das Bild drehen. Ach, wie sieht er denn aus? Sehr komisch. Oh, 102. Das ist ja gar nichts. 100 haben wir bezahlt. Das ist ja ein schlechtes Bild. Oh Gott, dann machen wir lieber wieder klassische Bilder. Tja, haben wir gerade mal 2 plus gemacht bei dem Bild. Jetzt malt sie die Mona Lisa. Also wird das kein Meisterwerk wird. Ja, genau. Messen wir alles mit dem Finger ab. Jetzt müssen wir bestimmt ein paar hunderte Jahre aufheben, die Mona Lisa, damit es wertvoll ist. Bei Sims 3 fand ich auch cool, dass man Wein und so ein Kram selber herstellen konnte. Da gab es ja verschiedene Weintrauben, helle und dunkle und so. Da konnte man ja auch nach Frankreich reisen und sich da Weintrauben
sowas holen. Da gab es ja auch hier eine Weintraubenpresse. Das fand ich nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, ob es bei Sims 4 auch sowas gibt. Damit habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. So, will der Till nicht langsam mal aufstehen? Der macht nämlich gleich ins Bett. Unsere Sarah steigt auch gleich wieder ein Level. So, unsere Mona Lisa ist bald fertig. Also ich glaube, das ist der Schwangerschaftsbauch. Die ist auch noch viel dicker geworden als vorher, oder? So, 400 noch was, also irgendwie mal hier nur Kackbilder in letzter Zeit. Das kann doch gar nicht sein. Ja. Ich weiß auch nicht. Boah, sie läuft schon ganz schön mit dem krummen Buckel, also ist auf jeden Fall die Schwangerschaftsmurmel. So, unser Till braucht dann ein bisschen Spaß. Ih, die Wanne ist total dreckig. Erstmal säubern. Ist ja ögelhaft. Danach kannst du dann ein bisschen spielen. Und zwar Sportspaß spielen. So, unsere Sarah ist, genau. Ja, Pfannkuchen. Pfannkuchen. Zweiundzwanzig Grad sind's bei uns. Gefühlte 40. So, was macht die Sarah jetzt? Ach, die geht mal kacken. Na gut, dann geh mal kacken. So. Wenn die Sarah fertig ist, ach, ja. Machen wir ein Landschaftsgemälde. Wir brauchen sowieso Geld. Aber wir können jetzt oben die Wand, wollten wir ja noch ein Stückchen ziehen. Genau die hier. Nee, die war's nicht. Die war's, oder? Ja. Die wollten wir noch eins nach vorne ziehen. Genau. Perfekt. Oh, der Till hat seine ersten Tamiende behalten. 7 Simoleons. Mann, oh Mann, geht ja richtig ab bei dem mit der Schriftstellerei-Karriere. So, der muss auch in 4 Stunden arbeiten. Aber die Folge ist leider schon wieder rum. Also kann er erst in der nächsten Folge arbeiten. Vielen Dank fürs Einschalten. Und wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, was ist wegen hier, was ihr sehen wollt. Ob eher mehr Möbel oder mehr Häuser, moderne Häuser oder Anziehsachen. Mal sehen, was ich alles finde und was ihr gerne sehen wollt. Und bis dahin, tschüss!